Herzlich willkommen zurück auf dem azurblauen Ozean von Nita. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 9 von Let's Play From the Depths, die Twin Bar Garden Kampagne. Und ich befinde mich hier an Bord etwas Neuem. Naja, nicht ganz so neu, zumindest neu in der Kampagne. Das ist die Pilum Korvette, einer von drei Korvettentypen, die ich erstellt habe. Die alle drei verschiedene Aufgaben erfüllen. Diese hier ist für den Kampf gegen Luftziele und schnellere Kleideziele gedacht. Ja. UI wieder an. Da wäre ich einmal. Was haben wir denn hier an Bord? Ich gehe erstmal über die Waffensysteme. Ich sage es gleich. Es ist eine längere Zeit her, seitdem ich wieder mal gespielt habe. Und es ist auch einiges in der Zwischenzeit passiert. Viele, viele Kontakte hier, aber dazu später mehr. Ah, da oben ist der Satellit, man hat ihn ja in der letzten Folge gesehen. Hat auch gute Dienste geleistet. So, was habe ich hier? Hier vorne ist eine Schnellfeuerkanone dran. Die feuert Flak-Shells. Kann ich mal kurz zeigen. Ja, gut. Die Feuerrate ist nicht überaus eindrucksvoll, aber immerhin. Die Raketen hier sind ganz normal, ebenso wie die Täuschkörper. Dann, genau, die Brücke der kleinen Korvette. Und die habe ich ja schon einmal gezeigt in der Fahrzeugvorstellung, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber trotzdem kann ich auch nochmal drüber gehen. Hier an der Seite einmal Direct Input Feeder Flak-Kanonen, also Flak-Frag. Nichts Besonderes eben. Und hier auf der Rückseite eine Flak-Kanone, eine ebenfalls wie die aufgebaute Flak-Kanone, allerdings haben die noch einen Belfed Autoloader drin. Und unter Wasser sieht man Torpedorohre, 4 Stück an der Anzahl, HE, also EMP, hochexplosive Torpedos drin. Ja, Torpedo-Interceptor, Sonarbojen hinten, ein LAMP-System, ein paar Schilde, eine solide kleine Korvette. 57.648 Ressourcen kostet das Teil. Und ja, ich bin wirklich damit zufrieden. So, das war Neuvorstellung Nummer 1. Dich werde ich jetzt mal raus. Kann man dich retrofitten? Ich habe ja noch ein bisschen da viel dran rumgeschraubt und gemacht. Ja, ersucht. Ne, ist Last Version. Okay. Ja, man sieht, die Karte sieht ganz anders aus. Ich habe einiges gemacht. Ich habe das HQ hier zerstört. Ich habe einige Sachen erobert. Ich habe relativ unspektakuläre Kämpfe bisher ausgefochten, bis ich mich an das Twin Guard HQ ran bewegt habe, an die zwei Hauptquartiere. Aber bevor ich die einnehmen kann, fehlt noch einiges. Ich kann der derzeitigen Streitkraft nicht wirklich was reißen. Das ist einfach noch viel zu wenig. Aber die Ressourcenzonen sind alle besetzt, müssten eigentlich alle abbauen, so wie ich das sehe. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das dauert halt noch. Ah, da kommt ja schon was. Dann, Neuvorstellung Nummer 2. Wo habe ich dich denn? Das Chris-Schnellboot, benannt nach einem Dolch mit geflammter Klinge und nicht nach einer terranischen Kampfdrohne aus dem Spiel X3, nein. das ist das Chris-Schnellboot, ehemals Vehicle G, glaube ich, vom Richter, der auch die Luzi erstellt hat. Jetzt kann ich mal gucken, ja, da hinten kommt der Schwarm. Das ist das Chris-Schnellboot, hat zwei Autokanonen. Wie gesagt, ist halt zu klein für eine Korvette. Ja, ganz normal. Zwei Autokanonen. Was haben wir dann da noch dran gehabt? Genau, Raketentäuschkörper. Torpedos habe ich hier unten. Habe ich die schon umgestellt? Finns, Torpedopropeller, Ballasttank. Ja, da waren nämlich keine Ballasttanks dran. Ballasttanks sind sehr wichtig für Torpedos. Damit sie auch getauchte Ziele angreifen können. Und hier unten sind Sonar-Decoys. Ja, solides kleines Schnellboot. Oder man könnte sogar sagen, ja, Patrouillenboot. Ist halt eben kleiner als eine Korvette. Zumindest in meinen Augen. Oder meiner sehr lockeren Klassifizierung hier. So, das habe ich. Dann die Luzi-Korvette. Das ist schon größer als ein Schnellboot. Hat man noch nicht im Einsatz gesehen, werde ich aber in dieser Folge
ändern. Dicke Kanone, so will ich das sehen. Ja, bin ein Freund von dicken Rohren. Nee, bitte nicht falsch verstehen. Das war gerade sehr, sehr doppeldeutig. Nein, sehr schöne Korvette. Viele Raketen drin. Sehr gut, das. Und hinten noch ist noch eine Smoke Gun, wenn ich mich recht erinnere. Ja, läuft. Antrieb. Das Ganze habe ich, glaube ich, durch ein PID-System in der Schwebe gehalten. Das heißt, es verlässt sich dann auf Engine Power, um nicht unterzugehen. Hier sind noch Torpedos. Und das war's auch schon. Habe ich die... Ach, ein kleines Lab-System gibt es natürlich auch. Und Schilde, ja. Und Raketen. Wie heißt es? Radar und Infrarot. Täuschkörper. So. Habe ich jetzt die Sonar-Decoys vergessen oder hat das keine? Die Luzi hat keine Sonar-Decoys. Naja, dann eben nicht. Okay, das ist die Luzi. Danke, Luzi. Darf's wieder weg. Ah, nein. Receiving. Ja. Dann, was ist noch neu? Die Z-14 Artillerie, die habe ich ja schon... Version 59 ist ja das letzte. Das ist die letzte Version. Da habe ich den Laser ein bisschen umgebaut. Der ist jetzt noch besser, noch energieeffizienter. Bei gleichem Schadenspotenzial. Und das hier ist eine weitere Kreation von Richter. Ja, das Raffinerieschiff versorgt mich mit Treibstoff. Auch mobil, hat ein paar Ressourcenabbaueinrichtungen hier. Also kann auch mal in eine Ressourcenzone rein und verpestet herrlich die Umwelt. Ach ja. So ein paar Schwefelgase, Stickoxide, das ist doch wirklich was Feines. Ich liebe Rußpartikel. Dann, wenn das Atmen jetzt noch nicht allzu sehr schwer fällt, die Jägerstaffel wurde zusammengefasst zur Fliegerstaffel und die hat ebenfalls Verstärkung bekommen. In Form des von mir konstruierten Greifbombers. Das ist der. Ein schneller kleiner Bomber, der eine. Wie heißt es? Eine Cram-Bombe abfeuert hier unten. Eine 2 Meter dicke Cram-Bombe. Und APS-Bomben, also Smart-Bombs sozusagen. Das sind APS-gelenkte Raketen ohne Antrieb. Das ist er auch schon. Hat Decoys, kein Lambs, kein gar nichts und verlässt sich sehr auf seine Geschwindigkeit und seine Flughöhe, um Schaden zu machen. So, setzen wir ihn auf Combat, braucht auch keine Ballons, um aus dem Wasser zu kommen, weil er nämlich hinten so ein Daddy Blade hat. Das habe ich da dran gesetzt und zack, schon fliegt er wieder. Angetrieben wird er dann unter anderem auch natürlich durch die Jet Engines und die Custom Jets, die da drin verbaut sind. Schöner kleiner Bomber. Wird dann die Fliegerstaffel hier unterstützen. So, den Radarsatellit habe ich ja schon vorgestellt. Dann geht es weiter. Das Hecht-U-Boot und das Typ. Das U-8 hat man ja in der letzten Folge noch gesehen. Das Hecht-U-Boot auch. Da habe ich ein bisschen was verändert. Mal gucken, ob das. Oder ist das noch nicht drin? Müsste eigentlich noch nicht drin sein. Latest Version of Hecht. Ich muss mal was überprüfen. Ich habe nämlich die Partikelkanone verändert. Ich habe sie noch tödlicher gemacht, noch stärker. Mal sehen, ob ich Charge Time 10, Damage and Accuracy, volle Damage. Ja, alles auf High Damage, denn ich will es mal damit erklären. Das Ding ist ja ein Nahkampf-U-Boot. Das heißt, der Schadensabfall mit der größer werdender Reichweite ist eigentlich uninteressant. Man will ja den die volle Faust voll in den Rumpf haben und deshalb High Damage. So. Ja, gut, dann wäre das auch erledigt. Speichere ich das Hecht-U-Boot mal in der kaiserlichen Marine. So. Und dann noch etwas anderes. Begleitet in der Nautilus-Unterseeflottille, wie ich das jetzt genannt habe, ist noch als kleine Unterstützung das Typ-3-U-Boot. Ein von mir konstruiertes U-Boot, ein neues, das einige kleine Überraschungen bereithält für den Gegner. Eigentlich ist es sehr, sehr unspektakulär und mehr oder weniger groß für seine eigentliche Aufgabe, aber das hat auch einen Grund.
gut. Es hat ein paar Torpedos, jede Menge Raketen, allerdings glaube ich nicht so viele wie die U-Boote vom JRG, jede Menge Torpedo-Interceptors aber. Dann Daddy Blades und normale Propeller zum Antrieb, Sonar-Decoys, man sieht ja schon hier die Radar-Decoys auch rausfliegen. Ja, dieses U-Boot verschießt auch Radar-Decoys. Ja, sowas aber auch. Tja. Und eigentlich sonst relativ unspektakulär. Ich hoffe, ich kann es irgendwann mal im Kampf zeigen. So, aber warum will ich noch nicht angreifen? Ja, ich habe jetzt zwar jede Menge kleine Schiffe, U-Boote und so, ein paar Flugzeuge, aber mir fehlt so noch ein bisschen die Feuerkraft. Die Z-14 hat zwar genug davon, allerdings... Halt, ich bewege mich ein wenig weiter zurück. Allerdings fehlt mir noch so das große Schiff, der große Flottenverband. Und zwar, ja, das Raffinerieschiff hier. Die Poseidon-Flotte, wie ich sie mal genannt habe, muss ja noch ausgebaut werden. Ich habe jetzt ein Schnellboot, zwei Korvetten. Ich würde gerne noch ein paar weitere Korvetten hinzufügen. Und eventuell natürlich noch ein Schlachtkreuzer, neue Kreuzer. Ich habe ja genügend Schiffe, nur leider nicht Ressourcen. Also werde ich diese Folge wohl damit verbringen, nachdem ich jetzt so viel gelabert habe und alles vorgestellt habe, zunächst einmal die Gebiete hier zu räumen. Und dazu nehme ich zunächst einmal die Unterseeflottille und die Fliegerstaffel mit. Okay, rein mit euch. Was ist denn dort? Ein Griffin. Okay. Ja, warum nicht? Ah, das ist eine Lufteinheit. Könnte gefährlich werden, wenn man nicht aufpasst. Halte ich mich den Radarsatelliten gerne hier haben. Und zack. So. Und den Kampf beginnen. Alles klar. Ah, genau. Radarsatellit soll auf jeden Fall als erstes rein. Das ist mir wichtig. Das Typ 3 und das Hecht-U-Boot sollen auch rein. Dann... ja, die Aufstellung ist eigentlich ziemlich gut. Obwohl habe ich sehr viel... nee, ich habe keine. Typ 3 kommt rein. Hecht-U-Boot leider nicht. Das tausche ich mit dem U-8. Das kommt hier unten, weil das nicht so gut gegen Lufteinheiten ist. Aber es kriegt ja natürlich die Zieldaten vom Greif, also kann es natürlich mit der Partikelkanone auch Lufteinheiten angreifen. So ist es nicht. Typ 3 U-Boot, du bewegst dich ganz nach hinten. Du hast eine besondere Aufgabe. Dein. Hecht-U-Boot, ganz nach vorne, wenn es denn reinkommt. U-8 von JRG, dahin. Radarsatellit. Typ 3 U8, jetzt kommen ganz viele Bomber und Jäger noch rein. Ja, warum eigentlich nicht? Greifbomber von dort. Nächster Greifbomber von dort. Und ein paar Jäger hier verteilen. Sehr schön. Ich befinde mich auf dem Typ 3 U-Boot. So, und sage dann... na? Battle begins. Okay, los geht's. Schlacht beginnt. Was haben wir denn da? Halt, erstmal auf Pause, ja. Typ, nee, was heißt U8, habe ich bestimmt noch nicht gezeigt. Wird jetzt einiges zu knabbern haben. Kriegt ja genaue Zieldaten vom Satellit. Sollte also alles passen. Torpedos sind raus, Raketen sind raus. Wie gewohnt, jede Menge Waffensysteme. Von dem kleinen Ding hier von JRG allerdings etwas weniger Verteidigungssysteme. Aber dafür haut es ja ordentlich rein. Da hat der JRG so nach dem Motto der Split ein bisschen gebaut, ne, von X3, also viele Waffen für direkt reinhauen und wenn der Gegner nicht zurückschießen kann, braucht man noch keine Schilde. Ja, das sollte schnell gehen. Na dann, halt. Halt, ich habe es vergessen. Ich vergesse sowas immer. Los. Joa. Der Satellit hat anscheinend schon was angepeilt. Das kleine U-Boot da, das ist gut. Die Raketen gehen ja überall hin, aber nur nicht dahin, wo sie sollen. Was ist denn das?
Ja, ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Das hier sind die APS-Bomben der Greifbomber. Die finden aber gerade kein Ziel. Da kommen Torpedos an. Und das sind die Raketen vom Typ 3 U-Boot. Müssen auch ein Ziel gefunden haben. Hallo. Ja, hier APS-Bomben der Greifbomber. Heißen Smart-Bomben, aber ob die so intelligent sind, bin ich mir nicht so sicher. Da kommt die Cram-Bombe. Ah, das hat ja auch mal funktioniert. Und die Raketen gehen natürlich ins Nirvana, weil die Radarsignatur der Feinde einfach zu klein ist. Da könnte ich die mit dem Satelliten lenken lassen, wenn ich die mit Lasersuchköpfen ausstatte. Aber ob das so intelligent ist, weiß ich nicht. Was ist das denn da hinten? Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich lasse einfach mal den Kampf hier so ablaufen, aber da kommt etwas näher. Tja. Darf ich vorstellen? Das ist mein nuklearer Meinungsverstärker. Ja. Achtung, Atombombe. Das Design habe ich, glaube ich, von den Great Talents. Ein bisschen mit eigenem Flair verpasst, ein bisschen aufgepeppt und verbessert. Das Typ 3 U-Boot ist ein Nuklear-U-Boot. Es baut Atombomben und feuert sie dann auch ab. Immer eine, wenn die explodiert ist, wird die nächste gebaut. Ja, Nuklearraketen halt, die dann Ziele finden. Sehr genau sogar, dank des Radarsatelliten, denn die haben nur ein... Was war das? Ein Wireless Snooper an Bord und können manche Ziele damit nicht entdecken. Und der Radarsatellit liefert somit auch die Daten für die Atombombe. Oh, jetzt hat sie es gerammt, oder? Es ist kein Ziel mehr vorhanden, also wird sie auch nicht irgendwelche Wrackteile angreifen. Gut. Gut, gut. Und hier fängt es an zu regnen. Halt, das ist der Griffin. Ja, das ist der Griffin mit einem Laser. Lasert mir wahrscheinlich gerade meine Bomber kaputt. Es sei denn, es knallt gleich. Oh ja. Schönen Gruß von mir. Oh, das ist ein Loch. Das ist ein herrliches großes Loch. So. Ach, die Cram-Bomben werden alle abgefangen, ebenso die Raketen. Ah, das ist schlecht. Aber das macht nichts, denn das U-Boot dürfte schon die nächste Nuklearrakete bauen. Das kostet natürlich Ressourcen, so ist das nicht. Und währenddessen werden immer weiter normale Raketen abgefeuert. Das U-Boot bleibt auf Abstand und soll den Gegner eigentlich so damit behaken. Also mehr oder weniger eine unterstützende Rolle einnehmen. Oh, jetzt ist da oben was explodiert da hinten. Ja, da geht die Laserschlacht ja weiter. Ich habe ja schon die Phoenixjäger viel zu lange eigentlich so in so einem Luftkampf schon gezeigt. Jetzt gucke ich doch mal, wie das mit dem U-Boot aussieht. Wo ist das Ding denn? Da. Es lässt erst die Nuklearrakete also los. Das habe ich dann so gemacht, dass die KI davon erst aus ist. Die muss erst bis zu einer bestimmten Höhe steigen, damit das genau wie eine ballistische Rakete aussieht. Und zack, jetzt hat sie ein Ziel erfasst. Nämlich den Griffin davon. Der auch schon ordentlich was abkriegt. Ich denke mal, U8 ist da auch mit dabei. Ebenso die Greifbomber, obwohl nur, glaube ich, die Smartbomben von denen treffen dürften. Und die sind halt nur mit EMP-Sprengköpfen ausgestattet. Aber da kommt der nächste Meinungsverstärker. Ah, ja. Da ist eine Ecke weg. Die Sprengkraft variiert von Zeit zu Zeit, je nachdem, wo das Ding halt aufschlägt. Aber generell ist das ziemlich gut. Na? Oh, eine Cram-Bombe raus? Nee, einfach nur drüber. Die sind ein bisschen besser geschützt als die Phoenixjäger. Also können auch ein paar Raketentreffer aushalten. Haben sogar noch Schilde. Die Schilde der Greifbombe habe ich jetzt aber nicht gezeigt. Hier sind die Smart-Bomben. Müssen jetzt eigentlich auf das Ziel aufschalten. Ja, tun sie auch. Tun sie. Das APN Guidance System nutzt dann die Fins, um die Dinger zu beschleunigen. Also kommt man damit ohne Antrieb und ohne Fuel raus bei den Raketen. Können allerdings nur in einer, ja, abwärts geneigten Flugbahn natürlich fliegen, denn das sind ja eben Gleitbomben. Phoenixjäger tun ihr Bestes, um hier zu helfen. Und hier kommen jede Menge Raketen an. Ich nehme mal an, die sind von. Ja, U8.
ist denn das Typ-3-U-Boot? Das ist doch auch bestimmt irgendwo... Ah, weiter hinten. Denn da kommt schon die nächste Rakete an. Ha! Und da ist irgendwas reingespawnt. Was Neues. Was den Griffin gerade repariert. Fies, fies, fies. Achtung! Explosion. Wow. Okay, ja, die Nuklearwaffen, die sind äußerst effektiv. Das war einmal in die Engine rein und den ganzen Engine-Block hier rausgeholt. Das Ding dürfte Geschichte sein. Bist du etwa gerade dagegen geflogen? Das ist uncool. Ich helfe mal bei den Reparaturen. Ja, ja, ja. Und die nächste Nuklearwaffe ist auch schon auf dem Weg. Allerdings finde ich noch keinen... Ich höre sie. Nee, das ist der Greifbomber. Die Dinger sind ziemlich schnell eigentlich. Ich glaube so an die 100 Meter pro Sekunde. 190. Ach, weiß ich gar nicht mehr. Ah, nächstes Ziel. Ach, der ist schon mitten dabei. Es ist ein Hornets Nest. Ich sehe das Typ 3 U-Boot schon gar nicht mehr. Das ist irgendwo hinter den Nebelbänken verschwunden. Soll es ja auch sein. Viele, viele Raketen kamen, glaube ich, von den Phönixjägern, die irgendwo hier rumkurven. Und ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Ist es Superman? Nein, es ist eine Nuklearrakete. Hoffentlich findet die noch ihr Ziel, bevor es zu spät ist. Ja, zur Not wird sie halt von den eigenen Projektilen abgeschossen. So geht's auch. Nichts wird verschwendet. Wenn Feuerwerk versprochen wird, dann wird auch Feuerwerk geliefert. Was sind das denn für Dinger? Ah, Torpedos. Battle finished. Pull all! So, das wäre erledigt. Jetzt habe ich hier die Fliegerstaffel. Zwei Phönixjäger hat es offensichtlich gefetzt. Ob das der Laser des Greifs war oder der Sinn für Ehre und ein Kamikaze-Angriff, weiß ich nicht so genau. Repariere ich euch. Nuklearwaffe wird vernichtet und jetzt hat das Hecht-U-Boot ja, das Typ-3-U-Boot ja einige Nuklearwaffen gebaut. Das Problem ist, der Blueprint-Spawner, der da drin ist, merkt das sich, auch nach dem Kampf, um den wieder zurückzusetzen. Denn die maximale Anzahl, die man bauen kann, ist immer 10. Einmal ein Retrofit, genau, einfach in dasselbe. Retrofit 3, oder Typ 3 und das war's. Ja, 16 Meter pro Sekunde. Ihr repariert euch hier. Da ist der Radarsatellit. Und das Feld wäre auch erledigt. Jetzt kann ich mir eigentlich mal gleich das hier schnappen, aber nachher erst. Obwohl. Ja, warum nicht? Poseidon-Flotte vor. Ich hatte ja versprochen, dass die Luzi zum Einsatz kommt und das wird sie jetzt auch. Währenddessen wird die Fliegerstaffel repariert, das Raffinerieschiff hat auch ein paar Reparatureinrichtungen und ich habe mich ja irgendwann mal, glaube ich, beschwert, dass so wenig Treibstoff vorhanden ist. Da hat der Richter mir das Ding mal geschickt und ja, Problem gelöst. Problem gelöst. Und da sieht Flottille dahin, weiter vorrücken, verstärken Radarsatellit an die Front bitte, ich brauche jetzt. Halt, ich gehe auf die Luzi. Okay, der Sturm tobt hier immer noch. Ich beginne den Kampf. Hab ja die Pilum-Korvette mit, die gegen Flieger relativ gut sein soll. Ganz vorne an, das Chris-Schnellboot. Dann dahinter die Luzi-Korvette und die Pilum-Korvette. Ja, müsste eigentlich passen. Müsste passen, sagt er. Fliegerstaffel. Ich hätte gerne weniger Bomber und mehr Jäger vorne. Yep. Und den Radarsatelliten bitte. Ja, passt doch. Passt, passt, passt. Dann sage ich mal, Battle begins auf rauer See. Und wer vielleicht
in letzter Zeit so die From the Depths Neuigkeiten verfolgt hat, wird es auch feststellen, dass noch ein neuer Patch rausgekommen ist. Das Spiel sieht jetzt richtig schön aus, richtig schön elegant und tolle Grafiken und neue Spiegelungen und neues Wasser, was nicht alles noch dazugehört. Ja, nur leider kann ich das im Moment nicht anschalten, denn dann würde mein kleiner PC leider schlapp machen und der Prozessor würde zu einem Haufen Schlacke verschmelzen und durch den Schreibtisch brennen. Ja, da müsste man sich leider noch mit dieser Kartoffelgrafik genügen, aber das wird sich doch bald ändern. So, die Luzi feuert, die Luzi trifft, aber der Schild war leider stärker. So, ein Mist aber auch. Naja. Halt, ich bin hier. Der Himmel ist nämlich relativ voll von irgendwelchen kleinen Mistdingern. Ah, da hat die Korvette ordentlich zu knabbern dran hier, die Pilum-Korvette. Sollte aber... Oh Gott, so viel ist hier. So viel, der Schwarm. Da muss ich das Ganze wohl aus der taktischen Perspektive koordinieren. Schon ordentlich getroffen. Sollen wir den Shatter angreifen? Partikelkanone. Partikelkanonen mag ich ja gar nicht, wenn sie nicht auf meiner Seite sind. Oh ja, das bei Regen. Da, das Neuron kriegt ordentlich was drauf. Sehr gut. Die Flak-Kanonen der Pilum-Korvette, die leisten da einiges. Wurde aber auch schon ordentlich getroffen. Ich glaube, die Hauptwaffe nicht mal. Nee, leider nicht. Ja, doch, da. Nee, die reparieren sich wieder. Das war ein Phönixjäger, der einen Schuss in sein Munitionsdepot gekriegt hat. Fliegt aber noch weiter. Ist kein Problem für die. So, alles klar. Taktische Ansicht. Ihr habt alle was abgekriegt. Das heißt, ihr konzentriert euch bitte mal auf ein Ziel. Und zwar... Möglichkeit bitte auf eins. Das hier. Schock. Den Partikelkanonen-Bastard hier raus haben. Ja, ordentlich rein damit und dann trifft er hoffentlich auch einiges. Genau, Explosion, Partikelkanone, jagt sich selbst hoch, frittiert alles. Und er wird natürlich repariert, ja, warum nicht? Ich hasse die Twin Guard deswegen. Vor allem, wenn man so einen Schwarm hat. Das ist nicht gut. Da geht mir doch die Munition aus, bis ich fertig bin. Wie sieht's eigentlich mit den Ressourcen auf dem... Warum hat die so wenig Fuel? Hallo, Pilum-Korvette, warum... Ach, du hast den ganzen Fuel abgegeben, war ja klar. Die wird auch kräftig zerlegt. Das sieht echt nicht gut aus. Hab ich denn... 87, oi. Das ist heftig. Das ist sehr heftig. Die ist im Moment das Ziel Nummer 1 für alle anderen. Und ich kriege auch nichts von den Dingern abgeschossen. Obwohl... Ah, der Schock dürfte gleich zum Boden gehen. Dann ist schon mal einer weg. Wo ist das Ding denn? Da. Es hängt da so in der Luft. Luzi feuert drauf und trifft auch ordentlich. Ja, da dürfte nichts mehr von übrig bleiben nachher. Ah, da ist die Chris-Korvette hinten, wenn ich mich nicht irre. Ja genau, noch ein paar Raketen rein, um alles andere zu frittieren und das Ding desintegriert. Genau, Chris Schnellboot war das. Greift mal diese Renddrohnen an, ebenso die Luzi-Korvette. Renddrohne. Und die Pilum, die hält noch durch, aber ich glaube, die ziehe ich jetzt raus. Zack, du bist draußen.
Jetzt konzentrieren sich natürlich alle auf die Luzikorvette, das war ja klar. Greifen trotzdem mal die Rent-Drohne an. Und was da so im Wasser liegt, wird bombardiert. Es ist ein Shatter. Alles klar. Bombardiert doch mal diese Rent-Drohne. Genau. Ich gehe an Bord. Schau mir das mal an. Die fliegen zwar, aber die müsste ich eigentlich trotzdem erwischen und ich wurde getroffen und dieser ölige Bildschirm. Ich hoffe, das ist im neuen weg. Das habe ich jetzt noch nicht getestet, aber das nervt einfach nur. Das ist optisch ist das blöd und spielerisch, also gameplaymäßig macht das auch nichts hin. Warum hat man das überhaupt da reingebracht? Ach. So. Jetzt ist ja jede Menge Chaos. Das ist uncool, deshalb würde ich mal sagen, alle Einheiten konzentrieren sich auf das Neuron, das abgestürzte. Jede zerstörte Einheit zählt. Was ist das Ding? Ah, eins ist wieder desintegriert, sehr gut. Da hat es einen Rent erwischt. Aber bei mir sieht es auch nicht gerade gut aus. Absolut nicht. Absolut nicht. Ich sehe auch gerade, dass... Na, du wirst es noch schaffen. Es geht. Ich glaube, du hast dich gerade auf... Bist du gerade auf dem Rent drauf, oder? Nee. Tja. Aber die Luzi hält noch tapfer durch, so will ich das sehen. Und deren Hauptwaffe hat halt große Nachladezeit und... Aber wenn sie trifft, dann trifft sie ordentlich. Jetzt muss ich wieder ein Ziel isolieren und erledigen. Da hinten sieht es doch gut aus. Da sehe ich viel Konfetti. Was ist das denn hier? Das war mal ein Rent, glaube ich. Alle drauf. Ja, meine Einheiten reparieren sich. Gut. Gut, gut, gut. Aber die Philum-Korvette hat ordentlich was abgekriegt, direkt zu Anfang. Das war leicht schlecht. Warum ist eigentlich das Chris-Schnellboot so weit da hinten? Ist die KI irgendwie so eingestellt? Ah, wahrscheinlich. Komm mal mit dahin. Moving now. Da muss ich an der KI noch was schrauben. Das soll ein bisschen näher an den Feind. Also es ist zwar schön, dass es so weit weg ist, aber es trifft von da aus herzlich wenig. Ja, das Lärmsystem der Luzi ist auch ziemlich effektiv. Ziemlich, ziemlich effektiv. Kann ich doch mal... Oder kann ich... Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ein Screenshot, bitte. Danke. Und weiter. Ja. Ja, genau. Da ist nämlich leider kein Platz mehr für eine Inertia Fuse. In der... Ja, Luzi. Also in dieser... ziemlich weit. So, der... Kampf hier geht weiter und die Phönixjäger kurven auch fleißig rum und machen gleich die Greifbomber. Ich meine, Bomber gegen Fernheiten sind ja immer so eine Sache. Und gerade hat jemand die Framerate ordentlich runtergedrückt. Das waren, glaube ich, die zwei Pixies hier, die einfach mal zusammengestoßen. Oh, solange sie die ganzen Flieger hier alle ablenken, ist es schon in Ordnung. Okay, ist das Ding denn bald mal platt? Ich meine, das sieht doch nicht mehr ganz so gesund aus. Das würde ich doch nicht mehr als kampftauglich bezeichnen. Ja, ordentlich rein und nichts. Daneben. Ja, nochmal Luzi. Und wieder daneben. Der war auch daneben. Ja, diese Auf- und Abbewegung.
ist einfach schädlich für die Zielvorhersage. Und wenn ich jetzt sage, Fetz, das war einer meiner Bomber. Ja, das warst du, glaube ich. Du hast da ein bisschen Probleme gerade. Genau auf dem bin ich auch drauf. Naja, es geht aber noch. Treibstoff habt ihr noch alle genug? Ja. Oh, hallo. Ein Rent ist am Boden. Ich möchte alle Greifbomber bitte haben. Du greifst den Rent an. Radar-Satellit ist. Doch, ist die richtige Höhe. Phönixjäger. Greifbomber. Der Rent ist platt. Alles klar. Dann. Schnappt euch den Rent. Du schnappst dir den Rent. Ja, ich muss das ein bisschen zuweisen. Ah, das freue mich auch schon. Das ist ein bisschen besser. Vor allem, wenn es besser aussieht. Der Patch hat jetzt nichts an dieser KI geändert, aber. Naja. Sieht auf jeden Fall nachher besser aus. Das wird man dann irgendwann noch sehen. Ich weiß nicht, wann ich auf das neue umstelle, aber vorerst bin ich noch in dem alten, in den alten Grafiken hier, mit dem alten Balancing-System, wenn es wurde was an den APS-Guns geschraubt ist. Ich jetzt Direct-Input-Feeders sind besser, was die Kühlung betrifft, denn das APS-Firing-Piece hat jetzt standardmäßig, glaube ich, dieselbe Kühlwirkung wie 10 normale Cooler, also Gauge-Cooler. Oh, ja, der Schwarm ist immer noch nicht so richtig ausgedünnt, habe ich das Gefühl. Bomber hier, der will einfach nicht. Ah, oh Gott, der kriegt wieder alles ab. Kriegt seine eigenen APS-Bomben ab. Aua. Ja, da muss wohl ein bisschen was repariert werden. Ich habe leider auch gerade zu wenig. Ja, zu wenig Ressourcen. Dann spawne ich eben ganz oben beim Radarsatelliten. Oh, hätte ich nicht machen sollen. Ja, super. Schöner langer Flug nach unten, oder? Jo. Na, wie geht's euch so? Ich kann absolut nichts machen. Ich meine, die strategische Ansicht, gar nichts. Okay. Schnellboot. Gehen wir wieder in den Kampf. Die Luzi ist auch im Kampf. Du bist draußen, bevor du noch weiter beschädigt wirst. Du bist ebenfalls nicht mehr ganz so frisch, oder? Nee. Aber ein bisschen reparieren kann man noch. Okay. Ah, was haben wir denn da? Das sieht doch beschädigt aus. Das sieht doch sehr, sehr schön beschädigt aus. Müsste man noch treffen können. Oder lieber die Pixie. Ja, lieber die Pixie. Aber ihr sollt euch nicht gegenseitig abschießen. Ne? Nur so gesagt haben. Oh, die Luzi hat schon einiges abgekriegt. Treibstoff hat sie noch. Dürfte also noch funktionieren. Na. Jawohl, Volltreffer. Zerlegt. Das Ding ist platt. Na also, geht doch. Gut, nächstes Ziel. Der Rent, der hier so seine Kreise dreht. Wahrscheinlich auch schwer zu treffen ist. Obwohl, könnt ihr auch die Pixie abknallen? Weiß ich nicht. Irritation? Ja, nicht Irritation. Oh, Achtung! Ja.
Ein kleiner Absturz. Wo kann ich aus der Luzi raus? Richter, wo hast du hier eine Tür eingebaut? Ah, da hinten, danke. Aua. Ich will mir noch nur eine Irritation holen. Die Ressourcen kommen sicher gut. Na. Oder nicht? Alle. Das angreifen. Ich weiß, ich stehe zwar da drauf, aber. Die Luzi sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Ich glaube, da muss ich leider mal selber ran. Nee. Da geht nichts mehr. Ich mache wieder die UI an. Ein kurzer Leck und uiuiui, okay. Ich bin jetzt auf der Irritation. Ah ja. Gut zu wissen. Hoffentlich geht das Ding bald drauf. Ja, der Kampf zieht sich jetzt leider ein bisschen hin. Ich würde sagen, ich mache erstmal einen kleinen Rückzug. Und repariere alles. In der Zwischenzeit. Das Raffineriestift tut ja einiges dafür und dann werde ich dann nochmal wohl anfangen müssen. Also denn, ich bin der Heizmeister und man sieht sich dann auf dem azurblauen Ozean wieder, wenn ich diesen Kampf fortsetze. Kurzer taktischer Rückzug, um zu reparieren. Die Pilum-Korvette sieht nämlich nicht ganz so schön aus. Ach Gott, ist das euer Ernst? Naja. Bis gleich.